Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, Zuschauer sind ja kaum noch da, die wir begrüßen können. Ich weiß auch nicht, warum bei der Bildungsdebatte plötzlich so dunkle Wolken aufziehen. Aber wir haben ja heute ein Thema, das uns seit vielen, vielen Jahren immer wieder beschäftigt und das unterschiedliche Antworten gefunden hat, nämlich wie Bund und Länder mit der gemeinsamen Bildungsverantwortung umgehen. Und ich habe die Debatte ja über viele Jahre auch mitverfolgen, zum Teil auch mitgestalten können. Und man muss vielleicht noch mal zurückgehen zur Föderalismusreform im Jahr 2006, die ja in der Grundüberzeugung gemacht worden ist, es ist richtig, dass man möglichst alle Aufgaben zwischen Bund und Ländern strikt trennt. Dann ist die Verantwortlichkeit klar. Und dann kann auch jede politische Ebene von den Wählerinnen und Wählern besser zur Rechenschaft gezogen werden. Das klingt in der Theorie erstmal ganz gut, aber die Praxis hat gezeigt, dass die Ergebnisse gar nicht so überzeugend sind. Die SPD-Landtagsfraktion hat damals schon eine sehr kritische Haltung gehabt gegenüber dieser Föderalismusreform. Wir haben im März 2006 hier einen Plenarantrag eingebracht, wo wir zum Beispiel gefordert haben, dass das geplante Kooperationsverbot im Grundgesetz, also der Artikel 104b neu, nicht kommt, wo wir gefordert haben, dass die gemeinsame Bildungsplanung und die Zuständigkeit des Bundes bei der Entwicklung und Durchsetzung nationaler Bildungsstandards gegeben sein soll, wo wir auch eingefordert haben und das fällt uns auch auf die Füße, dass wir das heute nicht mehr haben, einen einheitlichen Rechtsrahmen bei der Besoldung und Versorgung von Beamten, damit wir eben nicht in solchen Systemen wie der inneren Sicherheit oder wie den Schulen in einen Wettbewerb hineinlaufen und uns gegenseitig das Personal abwerben, wobei natürlich die finanzstarken Bundesländer immer die Nase vorn haben. Also die ursprüngliche Idee, wir trennen das alles strikt und dann wird das schon gut und jeder hat seine Verantwortung wahrzunehmen, funktioniert nicht wirklich gut. Ich sage aber auch ganz offen dazu, auch innerhalb der SPD war damals die Mehrheitsauffassung anders. Die SPD hat diese Föderalismusreform mehrheitlich mitgetragen. Aber nachdem das alles beschlossen war, begann nach kurzer Zeit die Diskussion, wo es klemmt. Und man kam Schritt für Schritt genau auf die Punkte wieder zurück, die ich eben aus unserem Antrag angesprochen habe. Und einige Jahre Diskussion weiter, dann im Jahre 2014, waren alle so weit, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen das, was wir in der Föderalismusreform entschieden haben, noch mal überdenken. Und es kam zu einer Lockerung des Kooperationsverbotes, doch an dieser Stelle leider erstmal nur für den Bereich der Wissenschaft. Das war ein wichtiger Schritt, deshalb haben wir den auch mitgetragen und haben gesagt, okay, wenn wir wenigstens diesen Schritt gehen können, das ist notwendig für die Förderung unserer Hochschulen. Aber der bildungspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion hat damals auch klar gemacht, darf ihn zitieren, das sei nicht das ganze Stück, denn wir wollen, dass der Geist der gemeinsamen Förderung nicht auf die Hochschulen begrenzt ist. Und darum diskutieren wir heute. Wollen wir ähnlich wie in der Hochschulbildung auch für den gesamten Bildungsbereich die gemeinsame Verantwortung von Bund und Ländern? Und wenn wir das wollen, dann brauchen wir natürlich eine gänzliche Abschaffung des Kooperationsverbotes. Ich sage auch ganz offen, ich freue mich über jede Lockerung. Und die nächste Lockerung ist ja jetzt gekommen mit der Einigung zwischen Bund und Ländern im Rahmen der Neuordnung des Länderfinanzausgleichs. Das ist hier auch schon angesprochen worden. Und hier gibt es jetzt, ich darf das mal zitieren, im Bereich der kommunalen Bildungsinfrastruktur für finanzschwache Kommunen eine grundgesetzliche Erweiterung der Mitfinanzierungskompetenzen des Bundes.
Klingt alles sehr kompliziert, ist es auch. Das heißt, wir haben zwar viele finanzschwache Kommunen, aber natürlich sind viele Kommunen bei dieser Zusammenarbeit von Bund und Ländern außen vor. Und man muss die Frage stellen, ist das gut? Natürlich profitieren wir erstmal von den 3,5 Milliarden, die der Bund zum Beispiel für ein Schulsanierungsprogramm bereitstellt. Aber um ganz ehrlich zu sein, die viel größere Herausforderung haben wir noch gar nicht im Sanierungsbereich, sondern vor allem natürlich in der Frage, wie stellen wir notwendiges Personal zur Verfügung, und zwar vom Kindergarten bis zur Schule. Und deshalb glaube ich, dass wir nicht nur diese kleine Öffnung brauchen, dass finanzschwache Kommunen Unterstützung des Bundes bekommen können. Das ist übrigens noch weniger, als wir vor der Föderalismusreform hatten, denn damals war es dem Bund gestattet, grundsätzlich bei grundsätzlichen Aufgaben in der Fläche, also das hieß, Zitat, bedeutsame Investitionen in der Fläche zu gewähren. Ich glaube, wenn wir uns anschauen, vor welchen Herausforderungen das Bildungssystem steht, nicht nur in Thüringen, das wird überall in Deutschland diskutiert, kostenfreier Zugang zu allen Bildungseinrichtungen, angefangen von der Kita, bis hin zur Hochschule natürlich, Ausbau der Kita-Plätze im Westen, dort ist längst noch nicht sozusagen die Zahl von Plätzen erreicht, die gebraucht wird. Die weitere Verbesserung der Betreuungsqualität in den Kitas im Osten, auch das haben wir hier mehrfach diskutiert. Die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention, Stichwort Inklusion, die auch mit mehr, also ohne mehr Personal nicht zu stemmen ist, bis hin zum Ausbau von schulischen Ganztagsangeboten, Themen, die überall von den Bildungspolitikern diskutiert werden, auch zentrale bildungspolitische Herausforderungen natürlich hier in Thüringen. Und wir erleben ja, wie schwer und welcher Kraftakt das ist, allein ein beitragsfreies Kita-Jahr hier in Thüringen aus den finanziellen Möglichkeiten des Freistaats zu stemmen. Und deshalb brauchen wir dringend ein auf Dauer angelegtes Bund-Länder-Programm für gute Bildung, gemeinsame Bildungsverantwortung und damit notwendigerweise auch gemeinsame Bildungsfinanzierung, nicht nur im Hochschulbereich, sondern grundsätzlich für alle Bildungsbereiche. Und im Übrigen sage ich auch dazu, eine solche Zusammenarbeit könnte uns auch helfen, endlich mehr Gemeinsamkeit im deutschen Bildungssystem herzustellen, statt dass 16 unterschiedliche Bildungspolitiken vorgehalten werden und jeder versucht, sein eigenes Steckenpferd zu reiten. Und Herr Tischner, Sie haben ja hier auch angesprochen und haben gesagt, na ja, die Bundesländer können ja auch gemeinsam für diese Standards sorgen, diese Vergleichbarkeit. Aber Sie wissen auch, wie mühsam das in der Umsetzung ist. Aber Sie kennen das auch. Also es ist viele Jahre her, da haben die Bundesländer beschlossen, wir machen gemeinsame Abiturstandards. Die haben wir bisher immer noch nur in wenigen Abiturfächern. Das läuft, ich glaube, seit mindestens 6 oder 7 Jahren, dieser Versuch, gemeinsame Standards im Abiturbereich zu schaffen. Auch hier wäre vielleicht eine Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern bei der Herstellung vergleichbarer Bildungsstandards, vergleichbarer Abschlussstandards hilfreich. Denn das ist doch das, was wir dringend in Deutschland brauchen, anstatt diesen Flickenteppich zu haben, dessen Vergleichbarkeit immer schwerer fällt. Und wir wissen aber auch, es reicht nicht, wenn wir hier mit Mehrheit den Antrag beschließen, weil am Ende brauchen wir für die notwendige Grundgesetzänderung eine Zweidrittelmehrheit, und zwar im Bundestag und Bundesrat. Und deshalb werbe ich ausdrücklich, werte Kolleginnen und Kollegen von der CDU, auch um Ihre Zustimmung. Sie haben sich als Thüringer CDU bisher immer treu, also in der Bildungspolitik immer treu an die von Berlin vorgegebene Linie gehalten und immer nur so weit das Schrittchen zur Öffnung gemacht, wie Berlin das auch mitgemacht hat. Das kann man machen, aber das ist natürlich eine Linie, die besonders den finanzstarken Bundesländern hilft. Thorsten Wolf hat eben schon darauf hingewiesen. Die sagen, wir können das aus eigener Kraft gestalten, wir sind gar nicht finanziell auf den Bund angewiesen. Also diese Haltung nützt nicht Thüringen. Uns würde es nützen, wenn wir mehr Gemeinsamkeit zwischen Bund und Ländern und mehr gemeinsame Finanzverantwortung zwischen Bund und Ländern hätten.
Und deshalb, werte Kolleginnen und Kollegen von der CDU, vielleicht ist es einfach Zeit, ein bisschen mutiger zu werden. Ein in Thüringen immer noch bekannter Ministerpräsident aus Ihren Reihen hat oft gesagt, erst das Land und dann die Partei. Ich finde, Herr Tischner, das ist doch jetzt ein wunderbarer, idealer Moment, um diesen Slogan mal mit einer Tat zu zeigen. Also stimmen Sie unserem Antrag zu und dann können wir uns gemeinsam auf den Weg machen für mehr Bildungsverantwortung, die wir mit Bund und Ländern gemeinsam wahrnehmen, und zwar zum Nutzen der Bildungssysteme in allen Bundesländern.